Die arterielle Hypertonie ist eine Volkskrankheit, die bei über 70-Jährigen 30 bis 40% aller Patienten betrifft. Es handelt sich um stark schwankende Blutdruckwerte, die häufig in der Systole über 140 oder in der Diastole über 100 mm Hg erreichen und die zu Luftnot unter Belastung und anderen Symptomen führen. Diagnose ist an mehreren Messungen zu erstellen, häufig genug im Langzeitverlauf oder mit Hilfe von der Untersuchung von Organschäden an Niere oder Herz.